Wo müssen wir hin? Wen muss man töten? Das ist immer die Frage. Das ist immer die Frage, die sich uns stellt. Wer muss als nächstes sterben? Hier. Eine schwarze Bürde sucht im horadischen Gewölbe nach Nereel. Er hatte nicht irgendwie was gesagt, die wartet in der Kapelle auf uns? Beim letzten Mal? In irgendeinem Gewölbe oder so, ich weiß nicht, wo die Tante wartet. Ich habe erst gedacht, da kommt dann der finale Kampf, weil irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie was vorbereitet für uns oder so. Ja. Ich war schon so überrascht, dass wir direkt gegen Lilith gekämpft haben. Wegen des Vaters. Was benötigt ihr? Boah, ich habe 10 Millionen Gold. Boah. Ich habe irgendwas mit 5 oder so. Nicht mal für irgendwann ausgeben. Ja, es gibt Sachen, wofür du die ausgeben kannst, aber brauchst du ja nicht. Du kannst deine. Sie hatte Hörner wie ein Tier. Also schon. Spazierte genau hier vorbei. Was? Wo ist die? Er hat die doch gemacht, gesagt, als wir das erste Mal der begegnet sind, der, die hat über Lilith geredet. Okay. Vielleicht auch mal rückblenden. Oder die Kampagne wurde resettet. Ich wollte eigentlich gerade noch, als ich meinen Zauber hatte, mal gucken, wie stark die Gegner sind, wenn wir in der Gruppe sind. Ob die jetzt auf dein Level oder auf mein Level geskillt sind. Will ich auch mal ausprobieren müssen. Da kannst du mich durchs Spiel carryen. Bin ich einfach hochlevel. Obwohl so viel. Ich bin ein paar Mal gestorben, muss ich zugeben. Mein Zauber nicht so viel aushält, aber. Aber weil so eine Festung habe ich zum Beispiel auch allein geschafft. War nicht einfach, aber weil ich mit den ganzen. Oh, das ist sogar ziemlich gut. Ich komme nach meiner Mutter. Also ich nehme an, die ganzen Lilith-Schreine, die wir gesammelt haben, die tun auch hier. Die sind schon aktiviert, die Effekte von denen. Wenn man einen neuen Charakter startet. Ich habe irgendwie das Gefühl, die ist jetzt von Mephisto besessen oder so. Ja, die ist dann mit dem gegangen, genau. Ja, aber als die den Kristall da in den Rhein gerammt hat, hat ihr Arm so komisch blau geleuchtet, ey. Mhm. Da waren so blaue Adern an ihrem Arm. Ich glaube, Mephisto hat die Kontrolle übernommen oder so. So, schon müssen wir hier raus? Nee. Mephisto ist ein großes Übel. Ja. Die anderen beiden sind Diabolo und Baal. Da kommt man bestimmt auch irgendwie so per DLC irgendwann mal hier raus oder so. Weiß ich nicht. Die Horadrim, das sind so ein Orden von Magier, die von einem Erzengel gegründet wurden, um gegen die drei großen Übel vorzugehen. Ah. Ich war ein bisschen überfordert, als wir das gespielt haben, so mit der Story. Ja. Warum haben wir den in Seelenstein eingefangen, den Mephisto? Der komische Erzengel, der die Horadrim gegründet hat, hat den drei Seelensteine gegeben. Die sind wahrscheinlich für die drei großen Übel. Ja. Aber warum haben wir den da eingefangen? Damit Lilith nicht irgendwie nicht die Macht von dem irgendwie bekommt. Ja, damit oder? Lilith den nicht kriegt. Hm. Wir haben aber praktisch beide. Lilith ist wahrscheinlich nur ein mittleres Übel oder so. Wo müssen wir hin? Müssen wir da drin irgendwas finden? Nee, jetzt. Ja, da stand doch, finde. Haben wir schon gefunden? Ja. Trefft euch beim Feuerbruch Anwesen mit Lorath. Ja. Okay, war halt immer noch so gelb, war deswegen. Okay, bei mir steht der Kampagnenstatus von Daniedo wird verwendet. Was? Ich glaube, das hat echt meinen Kampagnenfortschritt weggemacht, Daniel. Was hast du denn jetzt da? Nein, ich hab ja die Quest noch. Aber bei mir steht der Kampagnenstatus von Daniedo wird verwendet. Das steht da normalerweise nicht. Okay. Ich glaube, weil ich zu deinem Magier da gewechselt bin, wurde mein Kampagnenstatus verändert. Oh nein. Ja, dann tu mal irgendwie vielleicht das Spiel verlassen, kurz. Natürlich ich nochmal einladen. Ich tue auch nochmal kurz verlassen. Und dann sehen wir ja, was für ein. Oder guck mal, aber wo du. Was wird denn bei dir angezeigt, so was du als nächstes machen musst? Ja, hurra drin. Trefft euch beim Feuerbruch Anwesen mit Lorath. Ja, es war bei mir auch.
Ja, aber da drüber steht, Kampagnenstatus von Danilo wird verwendet. Das stand da vorher nicht. Ich tu mal kurz das Spiel verlassen. Tu du auch mal kurz das Spiel verlassen. Also zu deiner Charakterauswahl wieder gehen. Hier ist mein Zauberer, Leute, damit ihr mal sehen wollt. Na. Na, gucken wir mal. Nicht, dann ist er jetzt nicht. Ich weiß nicht, was wir hier noch machen müssen. Ich wurde direkt zu dem teleportiert. Warum das denn? So. Oh, muss ich sagen, wenn du wieder drin bist. Also im Spiel. Mein Gott, habe ich nicht gerade. Status verfügbar. AFK, DND. In der Stadt. Okay. Was steht bei dir jetzt da? Vermächtnis der Uradrim. Trefft euch beim Feueranbruch anwesend mit Loraf. Ja, also bei mir spricht mit Loraf, ja. Vermächtnis der Uradrim. Sprecht mit Loraf, ja. Da sind wir doch an der gleichen. Ja, auch nicht. Wenn ich, da muss halt. Ich weiß ja nicht, was hier noch alles kommt. Ja, bringt. Da verstehe ich aber nicht, wenn mein Quest-Fortschritt benutzt wird. Warum kannst du denn dann irgendwie die Quest von alleine irgendwie? Du kannst ja auch mit dem sprechen, auch wenn ich jetzt nicht mit dem gesprochen habe. Die Quest weiterführen. Ja, steht da immer noch. Okay, dann. Vielleicht ist das wegen dem Update. Oder da stand irgendwann davon, dass ich zu weit in der Kampagne bin. Also wurde das jetzt auf deinen Charakter zurückgeschrumpft oder was? Du bist so weit in der Kampagne? Ja, ich weiß doch, Daniel, ich dachte doch nur, das stand da vorher nicht. Warum wird denn dein Status verwendet? Wir sind ja an derselben Stelle in der Kampagne. Deswegen, ja. Deswegen, wenn du jetzt hier gleich hinkommst, sprich du mal mit dem. Da müsste ja deine Kampagne fortgesetzt werden. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Da stand aber diese beunruhigende Nachricht, dass meine Kampagne praktisch zurückgestuft wird, weil du noch nicht so weit bist. Ja. Das kann ich hier nicht. Sprich tun. Mit denen. So. So, bei mir scheint jetzt auch eine Cutscene. Also. Ich habe Erfolg. Ja, ich auch. Ich glaube, wir sind jetzt fertig. Wenn nicht, dann musst du noch einmal mit dem sprechen auf Screen. Schaffst du das? Ja. Yeah. Eine Einladung zu Smash? Okay. Dun, 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 dun. Warte, was hast du jetzt gesagt? Smash? Eine Einladung zu Smash. Zu Smash Bros. Also. Wir sehen die Einladung immer aus. Carlos Wave und do the Meine Mutter hätte gewollt, dass ich bei euch bleibe. Sie glaubte, die Horadrim hätten alle Antworten. Ich weiß nicht, ob sie diese Person wiedererkennen würde, zu der ich werde. Sie hat jetzt den Stein genommen und ist abgehauen. Es fällt mir gerade schwer, nicht an sie zu denken. Aber dann denke ich an euch, an Dorman. Ihr wart keine allwissenden Horadrim. Ihr wart verbittert. Unsicher. Aber ihr wart immer wahre Freunde. Daran halte ich fest. Denn es gibt noch so viel zu tun. Eure Unvollkommenheit gab mir Hoffnung.
getroffen. Und wir werden sie brauchen, um uns dem zu stellen, was kommt. Um uns ihm entgegenzustellen. Und seinen Brüdern. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Aber es muss eine bessere Antwort geben. Und ich muss sie finden. Allein. Ich weiß, dass ihr mich begleiten wollt. Aber es sind bereits Menschen gestorben, weil ich nicht vorsichtig genug war. Ich kann euch nicht ebenfalls riskieren. Wenn ich mich irre, wird die Welt euch lebend brauchen, um die Fehler zu bereinigen, die ich hinterlasse. Ich weiß, das wollt ihr nicht hören. Aber ihr könnt nicht aufgeben. Nicht erneut. Wünscht mir Glück, Lorat. Wenn alles so kommt, wie ich es mir erhoffe, werden wir uns niemals wiedersehen. Ja, okay. Ich glaube, das bisschen hätten wir letztes Mal auch noch weiterspielen können. Ja, okay. Ja, aber was soll's. Also ja, sie hat jetzt den Stein genommen. Und nimmt einfach das Problem und... Ja, wir wissen jetzt nicht, was die damit vorhat. Ja. Einfach ins Wasser schmeißen. Ja. Mit der nächste Boss im nächsten Spiel. Nächste Bösewicht. Oh ja. Ja, weiter. Ich interessiere mich nicht dafür, wer alles an dem Spiel mitgearbeitet hat. Mal ein bisschen schneller, ne? Ja, das ist eine coole Funktion, das schneller abspielen zu lassen. Ja. Okay. Kannst du auch pausieren. Aha. Ja, vielleicht war das irgendwie Foreshadowing. Für ein DLC oder so, oder den nächsten Teil, nehme ich an. Ja, das kann gut sein. Ja, der nächste Teil, der kommt in erst noch mal 10 Jahren raus, dann. Ja, ja. Weiß auch nicht, wie die. Ja, das ist kein Scherz, dann meine ich ernst. Ja, ich weiß. Ja, vor kurzem kam da irgendwie so ein Remake von Diablo 2 raus oder so, ne? Ja, ja, manche spielen das noch. Manche spielen auch noch Diablo 3. Hm. So endet die Geschichte des Barbaren und des Totenbeschwörers. War ein nettes Spiel, Daniel. Mach's gut. Wir haben noch gar nichts gemacht, ihr. Ja. Und was davon war jetzt der finale Dungeon? Ich nehme an, da kommt jetzt. Nein. Also die nächste Stufe freischalten. Die Story ist ja jetzt irgendwie vorbei. Mein Gott, sind da viele Namen hier. Ja. An Spielen tun viele Leute arbeiten. Oh, Dovahkiin. Das ist wieder Drachenblut von Elder Scrolls. Okay.
Da gibt schon wieder ein neues Drama hier. GTA 6. Hast du gehört? Habe ich noch nichts von gehört. Einer der, ich weiß nicht, ob einer der Hauptcharaktere oder der Hauptcharakter, aber einer der Hauptcharaktere ist weiblich und Leute drehen schon irgendwie durch, weil die denken, dass Rockstar Games jetzt irgendwie auch voll woke wird hier. Oh ja, die vor allem. Oh ja, ja, deswegen, ne? Rockstar Games, das sind so die Leute, die kommen mit allen hier durch. Weil, eigentlich, warum es eigentlich nie eine deutsche Version von dem Spiel gab? Mit deutscher Synchro? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, den haben das ist ein bisschen merkwürdig. Das soll in Miami, glaube ich, spielen, in der fiktiven Version von Miami, der sechste Teil. Ja. Weiß ich nicht. Der fünfte Teil, der spielt ja in Florida oder so. Und zwar ziemlich eins zu genau, ey. Weiß ich nicht, ich war noch nie in Florida. Oh, besser, so geht er lieber nicht hin, da sind Krokodile. Ja. Und Leute mit Machetten. Mit einer Machete. Machete, mit einer Machete. Hm. Florida am Strand sind sehr viele Obdachlose. Mein Gott, wie lange geht denn das noch, ey? Ja, muss die Namen mal aufnehmen. Wieder merken. Wird ein Test abgehalten in ein paar Stunden. Ja, scheiße. Das ist ja alle, ich habe mir nur die Hälfte von denen gemerkt, ey. Ja. Oh nein, Joe Jackman. Da stand Daniel. Nein. No. Iris, Mare, Jamie. Jeff. My name is Jeff. Wie ist die Nachricht, die bei dir angezeigt wird mit meiner Quest? Ich will mal kurz googeln. Quest Fortschritt von mir wird übernommen, ne? Ja, der Kampagnenstatus von dir wird übernommen oder so. Kampagnen Fortschritt von übernommen. Natürlich, dass du irgendwas überfindest. Ich habe ja was gefunden, aber das ist schon ein bisschen älter. Eines der Lieblingsfeatures ist übrigens, dass die Welt mit jedem Gruppenmitglied individuell skaliert. So können beispielsweise Charaktere auf Level 1 mit anderen auf Level 30 spielen, ohne dass der schwächere Charakter von den Gegnern überrannt wird. Was bedeutet das denn? Wenn er auf die Gruppenmitglieder individuell skaliert, was soll das denn bedeuten? Ja, für mich ist das dann Level 1 und für mich ist das dann Level 50 oder so. Ja, wie funktioniert denn das? Ich hab doch keine Ahnung, ey. Sehe ich aus wie ein Techniker? Hm. Ich bin nur ein kleiner Junge mit großen Träumen. Da ist gerade voll die ganze China-Sektion gewesen. Da standen lauter chinesische Namen, ey. Das ist russisch. Na Daniel, glaubst du, dass Putin tot ist? What? Was? Was wird? Hast du noch nichts davon gehört? Nee. Sollte sagen, er ist tot und dass die Ärzte sich mit seiner Leiche verschanzt haben. Okay. Er schon seit ein paar Tagen soll er tot sein. Das, wenn er den Öffentlichkeit gegeben hat, soll das ein Doppelgänger sein. Naja. Warum die Leute das sagen? Weil der hat nicht mehr lange gehabt, der war krank. Ich glaube, ich bin am Ende. Ja. Ich hab's geschafft. Wow. Was los? Also 1000 okay. Trophäen bekommen. Nee, da war gerade genau, wovon ich vorhin geredet habe. Ich habe ja vorhin erzählt,
Als Lilith ihren letzten, ihre letzte große Rede da, bevor sie gestorben ist, gesagt hat, dass da so Bilder von irgendeinem Monster waren. Und das habe ich. Ich guck bis zum Ende, Daniel. Ja, ich sehe es ja gleich. Wir kommen jetzt eigentlich, dass wir nur irgendwie 6 oder 7 Trophäen haben bisher. Ja, ich weiß nicht, ne? Wir haben irgendwie nur 6 Trophäen oder so. Als ich letztes Mal nachgeguckt habe. So, jetzt habe ich eine Cutscene. Ja. Ich glaube, das lohnt sich noch weiter zu spielen, Daniel. Spooky, scary. Lilith ist besiegt, aber es gibt noch viel zu tun. Steigt weiter Stufen um, nur neue Herausforderungen auf den ganzen Kontinent zu begegnen. Totengeflüster. Wertvolle Gegenstände und Handwerksmaterial. Schalte Weltstufe frei. Wenn ihr stark genug ist, stelle ich den Echo von Lilith auf der letzten Weltstufe. Oh. Ja, das meine ich. Ja, das habe ich schon so von der Trophäe gesehen. So, wir müssen mit Lola, wir müssen mit Lola reden, mit Lola. Das ist Donen, das ist der auch immer das ist und das ist Joren. Und ich habe jetzt hier eine Quest irgendwie, Albtraum. Ja, sprecht mit Lola oder was? Ne, Weltstufe 3, Albtraum habe ich ja eine Quest. Schieß okay. Schießt den Final, also ich muss dir die wechseln. Schließt den Final Dungeon. Die habe ich auch. Machen wir erstmal die, ne? Würde ich sagen. Damit die. Absolut, ja. Mit den Schwierigkeiten, ja. Jetzt müssen wir da zur Kathedrale des Lichts. Ja. An alle Krieger des Lichts. An alle Krieger des Lichts. Wo seid ihr? Kathedrale des Lichts. Vielleicht verwandelt sich Lilith für einen dieses komische Monster, was wir gerade gesehen haben. Wenn wir nochmal gegen die kämpfen. Also das Spiel macht am meisten Spaß, wenn er herausfordernd ist irgendwie. Ja, ja. Also die Stufe, die sollten wir ja jetzt, weiß nicht. Ja, da ist sogar ein Symbol über der. Weiß jetzt nicht, welche Level jetzt diese Final-Dungeon sein wird, aber ja, wir schon schaffen. Kathedrale des Lichts. Ja, war rein da. Ja. Boah. Schwefel. Perfekt. Komm, mach mal die Platte. Ja, dann machen wir. Haha. Ich will einen anderen Helm. Meine blöden Hörner, die gehen immer durch meinen Pelz. Ja. Was haben wir denn da? Schließt den Film. Sammelt an. Okay, wir müssen Gegner. Was für eine Überraschung. Okay, das sieht hier aus wie die Blutkathedrale, das Level. Ich weiß das, weil ich das... Oh, ein Inquisitor. Nein. Ja, mal wieder gucken, wie der Charakter funktioniert. Ja, wollte gerade sagen, jetzt fahrst du dich nicht. Du kannst nicht zaubern. Kämpfen hier gegen keine Monster, Daniel, das sind Menschen. Monster auf den Menschen. Wir kämpfen gegen das Böse, das ist alles, was ich wissen. Nur die Ritter der Reue. Mein Gott, hab ich den weit geschubst. Mach ich mir meinen leuchtenden Knüppel jetzt sehr. Boah. Was hat? Ist eine Urne, irgendwas kann man da machen, glaube ich. Komm her, Anhänger getötet, Paragon Punkt. Ja, nice. Ich hau bald. Aua. Nein, er ist weg. Aua.
So, können wir was machen? Nicht genug Animus. Na, wir müssen die Leute erledigen. Ja, das hab ich doch gerade gesagt, Daniel. Wir müssen töten. Ich habe kaum noch Wut. Ich muss warten. Also hätte man noch die Meldung hier? Im Moment nicht. Ob mein Questfortschritt übernommen wird? Hm. Nö. So, was ist das hier? Legendäre Brustschutz. Also was Legendäres, okay. Ja, ich hatte schon mal was Legendäres da, aber ich gucke jetzt gerade die Fähigkeiten. Diese Dauer wird beim kritischen Treffer verdoppelt, nur mal. Ja. Passt schon. Bald hat noch. Ich weiß nicht so genau, wie mein Berserker-Modus funktioniert. Noch jemand? Ja, hier drin sind noch welche. Ich kümmere mich um diesen einen Typen hier, diesen ganz einsamen Typen. Vor den habe ich gegeben. Hätte sehen sollen. Ritter der Reue, das ist dieser komische andere Orden da. Wir haben doch letztens im letzten Part den Josef getötet. Ja, ja. Kloppen wir uns mit der gesamten Kirche. Auf einmal wird dieser Kampf hier, der Dungeon viel episch als der Kampf hier in Lille. Ja. Das Emblem der Kathedrale, was ist das? Das ist nur ein. Okay. Ist kein Quest-Gegenstand. Blombirch! Das sieht genau aus wie die Blutkathedrale, ey. Den scheiß Blutkelch holen musste. Ich hoffe, wir kriegen da wieder neue Waffen und so. Ja, ja. Und ich vermisse es irgendwie, dass wir jedes Mal, wenn wir irgendwie was gefunden haben, wieder gucken müssen, ist das besser, ist das schlechter. Die meisten Sachen tue ich jetzt hier ignorieren, wenn das nicht legendär ist. Ich meine, ja, kann man noch nicht, ne? Das ist ja noch nicht voll. Ich habe keine Wut mehr. Ich muss warten. Da. Aber da fehlt ein Punkt. Meine Sicht hier limitieren hier. Wer? Diese Inquisitoren. Ja, ich bin eine Weile lang gesehen. Ja, ja. So. Oh, das. Vielleicht die Elite-Gegner mit meiner Rami ja wegschubsen kann, ist irgendwie überraschend. Normalerweise kann ich das nicht. Müsste aber eigentlich funktionieren, ey. Solange das kein Boss ist. Eine Fasse. Ja, nur einer, glaube ich. Ich dachte, wenn eine Statue. Hat sich gar nicht bewegt. Ich muss warten.
Wo ist euer Anführer? Da ist er. Ich bin noch nicht bereit. Glaube ich. Ich sehe das Ding jedenfalls hier. Meine Tentakeln funktionieren ja auch bei den Eliten. Also, ja. Bei deiner kann man auch funktionieren. Ich bin Schwarm. Früher nicht. So. Ein Königsschlechter, so. Wir sind noch Gegner, ja. Oh, der hat einen Weg getan. Er hat nur einen Angriff gemacht, er hat mir mehr als die Hälfte abgezogen. Ich bin so kurz vorm vom Paragon-Dingen. Ja, ich hab schon einen gekriegt. So. So. Boah, das. Wow. Also in all seine Einzelteile zersplittert. Nein. Ich habe nicht genug Wut. Oh. Oh, ich werde definitiv hier so mein Zauber so nebenbei so ein bisschen grinden. Vielleicht mache ich nur wieder irgendwie so Charaktere switchen oder so, weil es halt irgendwie nichts durcheinander bringt. Ja. Das Problem ist, ich will nichts machen, was wir nicht schon mit diesen Charakteren gemacht haben. Deswegen mache ich auch keine Nebenquests oder so. Deswegen mache ich nur die Hauptstory, weil die haben wir ja schon. Und hier die Festungen. Also ich mache eigentlich nur alles, was wir hier schon gemacht haben. Im ersten Gebiet haben wir zum Beispiel schon alle Festungen. Also mache ich mit meinem Zauber auch im ersten Gebiet alle Festungen. Ich muss warten. Aber in Nebenquests habe ich ja keine Ahnung, welche wir schon gemacht haben, welche nicht. Deswegen lasse ich erstmal die Finger davon. Außer wir haben alle irgendwann. Es gibt mir ein Paragon-Ding. Gegner? Oh. Hattest du einen Gegner erwartet? Nein, nur ich bin hier. Was? Gegner? Hab schon. Das Spiel macht aber auch schon Bock, muss ich aber auch zugeben. Man könnte meinen, irgendwie so die ganze Zeit, gegen so Gegnermassen zu kämpfen, wird irgendwann langweilig, aber. Macht irgendwie Spaß, ne? Ja, es macht schon Spaß, muss ich zugeben. Ja. Daniel gesteht sich seine Schande ein. Oh Gott. Das war eigentlich schon mal gemacht. Mit so vier Gegnern auf einmal. Ja. Den Medikus, einer ist die ganze Zeit am Heilen, einer belebt den wieder. Ja, dann schnappen wir uns zuerst den Medikus, der haben wir schon mal gemacht. Komm mir her, du Stück. Ich muss warten. Ich geb den Heiler. Ich gebe ihm hart. Willst du denn das? Oh, der ist tot. Ja.
warten. Ich kopf dich mit deinem Golem. Mit so einem Champion-Gegner. Aua. Dann geh ich eben auf den Magier los. Warte, die sind noch am Leben, die sind Geister. Ich kämpfe einfach weiter. Boah, aua. Er hat ein scheiß Bild, der Pisser. Wie lebt denn der noch? Haha. Komm her, Stück. Ich bin noch nicht. Aha. Leere Stiefel. Ey, wo kommt die denn jetzt her? Hey. Was wollt ihr denn? Wir haben eure Anführer erledigt. Geht weg. So, legendärer Ring. Ah, da müsste ich einen meiner. Das ist schon wieder ein Portal. Ah, ich habe sogar stärker, was? Nee, habe ich nicht. Wenn er ein Gegner in einen Berserkmaus hier besteht. Boah, ich habe keine Ahnung. Frag mich, warum man legendäre Sachen nicht traden kann. Weiß ich nicht. Vielleicht damit man das nicht an schwächere Spieler weitergeben kann oder so. Das kann sein. Ja, und jetzt immer noch weiter. Ja, bringt ja auch eigentlich auch nichts, weil sind da alle hier mit Level verbunden. Ja, dann weiß ich nicht. Aua. Ich werde die ganze Zeit verzögert von irgendwas. Boah. Was sagt mir, die Dungeon hat gerade erst begonnen. Aua. Ich muss. Ich hab nur das Gefühl, die Gegner halten jetzt ein bisschen mehr aus, ey. Ja, kann sein. Ich werde die ganze Zeit betäubt von irgendjemandem. Ja, das. Das ist auch schwer. Das ist meiner. Ich muss warten. Ja, er dreht sich da rein. Guck mal, wie viele rote Punkte da auf der Karte sind. Ja, ich sehe es. Oh, wir müssen die auch alle töten, sehe ich gerade. Ah, hab ich noch gar nicht. Wir hätten das so oder so gemacht. Vernichte sie alle. Ich glaube, der hat welche getriggert. Die kommen hier von hinten. Ja, der triggert mal ein paar. Ich laufe mir ja durch. Ich trigger mal ganz viele. Gute Idee, Daniel. Da sind ein paar Trigger. Kommt, ihr Pisser. Ich hab hier Leichen. Kommt her. Lauf mal so ein bisschen hier so im Kreis irgendwo. Boah, guck mal, wie viele Leute. Daniel, komm mal, komm durch die Tür, komm raus da. Ah! Ich hoffe, die folgen mir alle. Ja, auch welche. Guck mal hier so in der Mitte. Ja, da sind noch viel mehr Gegner. Die folgen mir leider nicht alle. Ich bin noch nicht bereit. Guck mal da unten rechts, wie viele da noch sind, ey. Hast du das gesehen, Daniel? Ja. Oh, legendärer Wurfschutz. Hier. Oh, da sind die Elite. So, ich habe gerade einen Wurfschutz bekommen, ey. Ein Fauchrad. Der ist schon wieder besser. Das ist ein Speer, der ist Fauchrad. Cool. Ich glaube, jetzt werden wir schon wieder ein bisschen cocky, Daniel. Hier geht's auch noch weiter.
Das haben wir nämlich noch nie gemacht, irgendwie durch die Gegend rennen und alle Gegner triggern. Solange wir noch Weltstufe 2 sind, können wir uns das leisten, oder? Ich komme, Daniel! Ey, ich will hier rein, lass mich rein. Ayo! Ja. Oh, einfach, Brandtür, hier sind so Stacheln, die auf den Boden kommen, pass auf. Ja, ja, hab ich gesehen. Oh yeah, look at it go. Roll out the barrel. Feel it. Kennst du das noch, Daniel? Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, das Spiel, wie das hieß. Oder war das? Ja, das ist von Dota oder so. Ja, genau. Oder war das League of Legends? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder nicht. Look at it go. Wer so gedacht, so, wie heißt das Spiel? RuneScape oder so? Nee, nee. Ich tu mal kurz mal ein Paragon-Punkt hier. Da steht sogar 13 verbleiben, ey. Ja, da jetzt steht da. Vorher glaube ich nicht, ne? Mehr Schaden ist typisch, bitte. Ja, und dann kriege ich gleich wieder einen seltenen Knoten. Freue ich mich schon. Ich hole mir mal 50 mehr Rüstung. So. Da steht ja, die Gegner sind auf der nächsten Stufe, sind die gewaltiger und gewaltiger. Die haben weniger Resistenz, also gegen alle Schadensarten. Im Prinzip war es dann einfach mehr Resistenz. Gefechtsschild. Mehr Resistenz, meinst du? Ja, da steht weniger Resistenz gegen alle Schadensarten. Also wir nehmen mehr Schaden durch die Gegner, heißt das. Wir haben weniger Resistenzen. Ja, ja, genau. Okay, ich dachte, du meinst die Gegner. Nee, nee, wir haben weniger. Oh ja, würde ja keinen Sinn machen. So, dann gucken wir mal. Begebt euch in die Kammer des Kurators. Das ist jetzt voll der epische Kampf hier mit 5 Phasen. Yeah. Das sind jetzt 2 Rancors. Ja. So. Oh Gott, ich sehe viele Skelette. Ketten. What the fuck? Okay, der hat die alle kaputt gemacht. Ich dachte, die werden gleich alle zu leben, aber irgendwie. Ich glaube, der ist noch größer als Lille. Habe ich gegen so einen auch schon mal gekämpft? Mit so einer Sense. Au! Ja, zweimal davon getroffen werden, tut weh. Ja, Stück. Oh Gott, ich sehe nichts. Auf ihn drauf, auf ihn drauf. Zeig nicht mit deinem Stab auf mich. Mit deiner Sense. Ich muss warten. Mordisch. Alter, oder diese blöden Tornados, ey, da kannst du keine Fähigkeiten benutzen. Ja. Ich
Blas dich nicht so auf. Wirklich Falk Wanda, ne? An die Szene habe ich heute irgendwie wieder gedacht. Ich muss warten. Und jetzt noch mit der Ultimate auf. Ja. Gott sei Dank, warum greifen deine Vorfahren mich an? So, boah, oh, so viele legendäre Sachen. Ja, ich auch. Total abgeschlossen. Das ist ein Zweihandschwert. Hm, ist er legendär? Ja. Ja, kannst ja, kannst mir ja nicht geben. Ja, das ist das Problem. Ah, jetzt habe ich eine Hiebwaffe. Die ist aber schwächer als meine, aber die ist legendär. Versucht pro Sekunde, die er still steht, 13% mehr Schaden. Sieht aber cool aus. Hm. Ah. Ja, wo Punkt der maximal gut erzeugen, vielleicht in der nächsten Kampffähigkeit. Hm. Bringt, sind aber alle Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Hm. Ja, nehmen wir die. Das habe ich so eine dicke Axt auch noch. Das war ein gutes Gericht. Die haben eine legendäre Axt, aber die ist halt schwächer als was ich vorher hatte. Was golden war. Die Best. Ja, also, egal. Sieht auch cool aus, die Axt. Na, solange die einen besseren Effekt hat, dann. So, und jetzt müssen wir zur Weltenstufen. Zur Statue müssen wir jetzt. Hm. Na gut. Hm. Ihr könnt die Wirkung eurer Heiltränke verbessern. Neue Heiltränke tun auch zum neuen Charakter über Karin. Okay. Also auch, ich hatte auch schon 8 Stück irgendwie. So. Virtual World Freischalt setzt zum Betreten. Albtraum. Wenn die Weltstufe wechselt, werden alle aktiven Portale geschlossen, alle nicht abgeschlossenen Flüsterfortschritte zurückgesetzt, alle aktiven Albtraum-Dungeons geschlossen. Ja, haben wir alles noch nicht. Also. Ich meine. So. Ja, du musst mir jetzt irgendwie zustimmen, glaube ich. Boah. Jetzt beginnt der Horror. Was haben wir getan? Hat die Statue sich jetzt irgendwie verändert? Da kommen jetzt so Arme raus. Aus dem Boden. Schon. War schon immer so? Nein. Oh. Na gut, ich habe jetzt hier auch jemanden. Erzähl mir von der Höllenflut. Spürt ihr es, Wanderer? Die Fluten der Hölle erheben sich. Ich spüre irgendwas Warmes. An der Küste. Bald überschwemmen sie Sanctuario. Gemarterte Seelen mit gequälten Geschenken durchstreifen diese Lande. Nehmt diese. Das sind nur wir. Kämpft damit die Armeen der 7 Höllen. Gemartete gesehen. Der hier rumläuft. Ja, in den Gebieten St. Klaus regelmäßig die Höllenflut auf. Damit anormale Glut, um sie gegen gequälte Geschenke, Truhen oder einen bestimmten Ausrüstungsplatz einzutauschen. Diesen Kartenmarkierungen gequälte Geschenke zu finden. Okay. So. So, jetzt ist alles auf Level 55. Okay. Oh, Belohnung einfordern. Oh. Stimmt. Jetzt können wir einige Regionsdinger hier einfordern. Also bei 2 Gebieten jedenfalls. So, würde ich sagen, jeweils nichts zu Lorf, ne? Weil der hat, glaube ich, auch irgendwie noch was. Ja. Eine neue Mechanik. Wenn ich wüsste, wo der ist. Wenn ich wüsste, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Sehe den nicht. Obolusse. Obolusse. Ich finde den irgendwie gerade nicht.
Ich bin blind. Ist der Todesgeflüster? Ja. Totengeflüster. Ja, die weiße Quest. Ich finde den gar nicht auf der Karte. Wo steht denn das? Ich sollte mit Loa sprechen. Vielleicht hat er eine Idee, was das nächste zu tun ist. Ja, wo ist denn der? Warte, da irgendwo. Ist er wieder weg. Ah. Da oben. Hier, yeah, mein Gott. Feuerbruch anwesend, mal, weil er gerade. So, oh nein, da stand gerade irgendwas. Aber jetzt mich teleportiert, da ist er weggegangen. Irgendwann mit Realm-Eigenschaften. Maximalität, also da stand irgendwas für maximale Kapazität von Ruhe. Ja. Wie viel habe ich denn? 166. Hm. Ja. Dann schaltet der vielleicht wieder auch noch irgendwie was frei, ne? so irgendeine Mechanik. Sind ja immer diese weißen Quests. Hey, lange nicht mehr gesehen, ne? Ich wünschte, das könnten wir. Sie ist da draußen bei einem großen Übel. Doch wir wurden angewiesen, ihr nicht zu folgen. Außerdem wüsste ich nicht einmal, wo sie ist. Ein erfahrenes junges Mädchen, die weiß schon, was sie zu tun hat, ne? Bis wir mehr wissen. Ja. Ich kann nicht einfach tatenlos herumsitzen. Ich glaube nicht, dass du so lange noch lebst, Alter. Nein. Ja, bald bist du tot und hängst aber mit den anderen Leuten am Baum. Nein. Bezüglich Nerell habt ihr recht. Wir Befehle entgegennehmen. Guck uns mal an. Duario, gibt es noch viel zu tun. Wir haben Lilith geschlechtet. Wir sind euer neuer Gott. Warum wollt ihr das tun? Weil er wohl der einzige Verbündete ist, der uns bleibt. Und schon bald sind wir mehr denn je auf Verbündete angewiesen. Gut. Dann begebt euch zum Baum. Aber seid vorsichtig. Was passiert denn? Wenn ich zum Baum, das ist gruselig. Na gut. Hier unten war der? Oh, ich dachte, wir irgendwo da oben. So, und da neben dem Baum sehe ich direkt eine Dungeon. Ich habe so ein Gefühl, wir müssen da gleich rein. Ja, da kann ich wenigstens. Ist hier eine Schmiede? Oh, gibt es sogar tatsächlich. Susanna, die Unzufriedene. Nein, ich habe schon Eis. Ich habe viele schöne Stücke. Edel? Sehr gut. Vielen Dank. Ein exzellentes Geschäft. Okay. Nicht solange ich in der Stadt bin. Dann können wir die Tränke nochmal hochleveln auf Level 65 oder 60. Ja, ich. Hm. Ist ja nicht so, als würden wir die brauchen, Daniel. Ja, im Moment nicht, ne? Sagt er und dann später ist er tot. 5 Minuten später. Willkommen, ja. Großer Retter. Jetzt müssen wir auf den Pakt mit dem. Ich will aber nicht, dass mein Kopf da hängt. Kann ich euch einen Fuß anbieten? Sicherlich ist es genau das. Ich den Kopf von jemand anderem anbieten? Ich habe da so einen Freund, der heißt Vegas. Das ist nicht euer Kopf. Doch, das ist mein Kopf. Immer so geschwätzig, Frischfleisch. Hängt der Leisten nicht jetzt auch jetzt hier irgendwo dran? Wanderer. Was hast du gesagt? Der Leist, der hängt doch jetzt auch hier irgendwo dran, glaube ich. Ja, ja. Da hängt der. Hey, altes Haus. Ich will nicht mit euch handeln. Pompöses Grandje. Wo er ist. Ich suche nur nach einem Verbündeten. Ein Bündnis.
Ja, Daniel, du bist mir nicht mehr gut genug. Womöglich können wir eine Vereinbarung treffen. Falls dies nicht unter eurer Würde ist. Ich habe keine Würde, ich bin Abschaum. Ihr könntet sie eintreiben. Ja, treibt ihre Schulden ein. Im Gegenzug verleihen wir euch Macht und Reichtum. Alles, was ihr bekommt. Oder ich hol kurz meinen Zauber schon. Und ich verbrenne diesen ganzen Baum. Was? Wann willst du den Baum verbrennen? Na, warum nicht, ne? In der Zwischenzeit werdet ihr zur Macht des Guten die Sanctuario von seinem Leid befreien. Ich bin Abschaum. Ich bin das Leid. Habt ihr mich mal genau angesehen? Chaldeum leben unsere Schuldner. Dämonen wie Menschen. Tötet sie und treibt ihre Schulden ein. Die Krähe und Hunde wird den Rest erledigen. Okay. Von Kra. Pass auf, der Vogel ist ein Nazi. Geflüster. Hier auf grausigen Graben. Ja, wir können vor wie viele grausige Graben besetzt. Okay. Damit 10 grausige Graben und kehrt dann zum flüsternden Baum zurück. Oh, kleine Wahnsinnige. Nein. Dann die passt zu dir. Könntet wunderbare Kinder machen.